Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio live, wie immer. Und wie immer freitags eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist in der Tat ein Anrufer und er heißt Chris und ist 22. Hallo Chris. Hallo Domian. Jo, schön, dass du da bist. Ja, erstmal Gratulation zu deiner Sendung. Dankeschön. Dein Thema? Ja. Mein Thema ist Sex in der Beziehung. Kommt vor, ne? Ja, ist richtig, aber momentan ist bei uns läuft nicht so richtig. Ja, wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Und mit dem Sex, das läuft nicht mehr so zufriedenstellend für dich? Ja, also es ist so, dass jetzt, wir sind 3 Jahre zusammen, haben auch schon einen Sohn zusammen. Mhm. Und der ist jetzt 1 Jahr. Ja. Und seitdem der Sohn da ist, sag ich jetzt mal, läuft das nicht mehr so richtig im Bett. Was heißt denn nicht mehr so richtig? Also ich sag mal, wenn wir einmal im Monat Sex haben, dann ist es schon viel. Ja, das ist nicht viel, ne? Ja, das ist richtig. Aber und geht das dann von dir aus? Drängst du sie quasi und sie lässt sich dann drauf ein? Nee, es ist umgekehrt. Sie drängt mich zum Teil. Also sie möchte ganz normal regelmäßig Sex haben, also wie früher. Ach so, ich dachte, sie würde nicht wollen. Du willst nicht. Nee, ich will. Also sie will, aber ich will nicht, genau. Ach so, seitdem das Kind da ist. Richtig, genau. Warum ist das so? Weil es ist so, dass sie durch die Schwangerschaft etwas mehr zugenommen hat und jetzt nicht mehr so aussieht wie früher. Ja. Was ich auch nicht schlecht reden möchte. Mhm. Es ist, ich weiß nicht mehr, das ist einfach... Die Spannung ist auch weg. Also die Beziehung ist auch nicht mehr so, wie früher es war, weil wir streiten uns auch ständig dadurch, dass wir keinen regelmäßigen Sex haben, ja. Denkt sie, dass ich eine andere Freundin habe, dass ich fremd gehe oder so. Das ist aber nicht der Fall. Nein, auf keinen Fall. Aber Fall ist, dass du deine Freundin nicht mehr so attraktiv findest? Unter anderem, ja. Unter anderem? Was noch? Es ist auch so, dass es einfach so ist, dass wenn sie zu mir zum Beispiel kommt und sie will Sex haben am Abend oder so, dann lasse ich uns ausreden, einfach ihr Kopfschmerzen oder mir geht's nicht gut. Sagst du dann? Ja. Ja. Und also im Klartext, du begehrst sie nicht mehr. Nicht so richtig, genau. Da ist keine große Leidenschaft mehr da. Und wenn es dann passiert, machst du es dann mit richtigem Spaß oder eher so eine, ist das eher eine Pflichtübung? Ich sag mal so, am Anfang gehe ich mit 0 Spaß ran. Und dann mit der Zeit, also wenn man drin ist, dann ist dann schon Spaß dabei, aber nicht mehr so wie früher. Ja. Also es hat sich gewaltig geändert. So, und die Beziehung an sich so im Alltag, wie ist das? Ja, also nicht mehr so wie früher. Es ist so, dass ich, die ist sehr eifersüchtig und es ist so, dass ich das durch die Schwangerschaft hat sie zugenommen, was ich schon gesagt habe. Mhm. Und dann gucke ich auch, wenn wir unterwegs sind in der Stadt, andere Frauen hinterher. Ja, wie viel hat sie eigentlich zugenommen? Ich weiß es gar nicht jetzt. Ich sage mal 20 Kilo. Ja. Also 10, 20 Kilo. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Okay, das ist aber jetzt auch wieder so die Äußerlichkeiten betreffend. Versteht ihr euch denn so platonisch? Ist das okay oder kriselt es da irgendwie auch? Wie bitte? Ist das so platonisch? Versteht ihr euch da oder kriselt es da auch irgendwie? Es kriselt da auch ein bisschen. Also die Beziehung ist nicht mehr so intakt. Wir hatten da vor 3 Monaten so einen richtigen Streit. Ja. Da, wo sie wirklich richtig laut geworden ist, zum Teil, dass unser Sohn vom Schlaf aufgerissen worden ist. Ja. Und dass sie mir sogar meine Sachen gepackt hat und gesagt hat, ich soll verschwinden. Oh. Mhm. Und dann war ich auch wirklich so weit, dass ich meinen Kollegen angerufen habe, der mich abholen sollte. Und dann am letzten Moment, wo dann eigentlich alles schon fest war, dass ich dann ausziehe und sowas, wo ich eigentlich erst diskutiert habe mit ihr, ich möchte das nicht, weil es ist auch unser Sohn und ich will auch nicht. Aber immerhin war es schon mal so weit, ne? Das ist ja auch schon viel, ist ja schon ein weiter Schritt, wenn man schon mal kurz davor war, auszuziehen und ist es dann rückgängig gemacht worden. Wirklich jetzt die Kernfrage, liebst du sie denn noch? Ja, lieben tue ich sie schon noch, aber ich habe mal einen Gedanken gehabt, oder das Gefühl gehabt, dass kein Empfinden mehr da ist. Das verstehe ich nicht.
Ich liebe sie, aber es ist kein Empfinden mehr da. Dann liebst du sie auch nicht mehr. Ich habe sie mal eine Zeit lang nicht mehr geliebt, aber dadurch ist dann das Gefühl wieder gekommen, sie zu lieben. Ja. Aber ich liebe sie nicht mehr so wie am Anfang. Das so, ist mir schon klar. Ja. Ist die Beziehung für dich sehr wichtig? Würdest du sagen, ich will da mich auch ins Zeug verlegen? Oder bist du eher schon so in so einer Entwicklungsphase, dass du sagst, naja, irgendwie wahrscheinlich kann man gar nicht mehr so viel machen? Ich würde mir auf alle Fälle ins Zeug legen für die Beziehung. Bloß wenn so wieder so ein Streit ausartet, dann, wir streiten uns auch regelmäßig, wenn wir uns aufeinandersitzen oder wenn es wieder so in Sachen Sex geht, dann streiten wir uns wieder. Mhm. Und wenn sie dann wieder mit dem Thema kommt, ich soll gehen, dann versuche ich gar nicht mehr zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Dann packe ich meine Sachen und gehe. Klingt nicht gut alles. Ja. Was ist denn ihr Empfinden zu dir? Ich gehe mal davon aus, es klingt irgendwie so, als wäre das noch mehr intakt als umgekehrt. Ja, also sie liebt mich über alles noch, sie will mich auf keinen Fall irgendwie verlieren. Ja. Und sie denkt auch, sie nicht alleine sein möchte mit dem Kleinen. Mhm. Wenn das Kind jetzt nicht da wäre, versuch mal das so abstrakt zu sehen. Wenn das Kind nicht da wäre, wärst du dann noch mit ihr zusammen? Also wenn das Kind nicht da wäre, dann wüsste ich nicht, ob ich noch mit ihr zusammen wäre. Ich glaube nicht. Durch den letzten Streit in den letzten 2 Monaten wäre ich, glaube ich, nicht mehr mit ihr zusammen. Das ist eine harte Aussage, finde ich. Ja. Das ist eine harte Aussage, die jetzt wirklich alle Warnlichter einschalten sollte, die da zur Verfügung stehen. Auf Dauer finde ich es nicht in Ordnung, dass man wegen eines Kindes zusammenbleibt. Ja, also mir ist auch oft gesagt worden, ein Kind ist kein Grund, eine Beziehung zu führen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich liebe sie über alles und ich liebe meinen Sohn über alles. Ja. Und es ist auch eine Liebe da. Ja, aber du liebst sie eben nicht über alles, wie du es mir gerade erzählt hast. Ja, ne? Es ist so ein Hin und Her. Es spielen auch noch einige Faktoren, warum es eigentlich auch dazu gekommen ist, dass ich sie auch nicht liebe. Es ist ja nicht nur weg vom Sex oder weg vom Aussehen. Sondern? Es ist auch weg zu ihrer krassen Eifersucht. Mhm. Also, es geht da los, wenn wir in der Stadt sind und ich gucke jemanden, der nur hinterher gucken. Mhm. Dann macht sie mir eine kleine Sehne in der Stadt. Mhm. War das vorher auch schon so, bevor das Kind da war? Auf jeden Fall. Also am liebsten wäre es dir gewesen, dass ich irgendwie unter Tage gearbeitet hätte, wo ich keinen Kontakt zu irgendwelchen weiblichen Personen gehört hätte. Ja, und jetzt wird es besonders schlimm für sie sein, weil sie das mitkriegt, dass du sie nicht mehr begehrst. Und wenn du dann anderen Frauen nachguckst, wird sie natürlich austicken innerlich. Das ist klar. Also ich finde, Chris, wenn da noch so ein Hauch von Bestreben da ist, dass man das vielleicht doch nochmal hinbiegt oder dass man das schafft, eine Linie zu finden, sollte man es auch machen und sollte man sich bemühen. Und in eurem Fall würde ich jetzt auch sehr dringend anraten, dass ihr das zusammen mit einem Fachmann macht und dass ihr das nicht alleine macht. Ich glaube nicht, dass ihr es schafft. Wenn dann das Resultat da ist, wir schaffen es nicht, okay, dann habt ihr zumindest es versucht und ihr müsst euch hinterher nichts vorhalten. Aber das würde ich dringend empfehlen, dass ihr zu einer Paarberatung geht. Wenn du gerne möchtest, kann ich dir eine Adresse gleich vermitteln. Das wäre nett, ja. Ja, dann legst du auf und wir rufen gleich sofort wieder an. Okay, danke. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Bruno, 44, 41. Hallo Bruno, 41 Jahre alt. Ja, hallo, Bruno hier. Ja. Ja, du wirst ja schon deine Informationen da auf dem Bildschirm haben. Ich habe überhaupt gar keine Informationen. Hier steht nur Bruno, 41. Also. Gut, du bist nicht wissend. Ich sag mal Folgendes, ich habe meine Frau vor über 2 Jahren über Internet kennengelernt. Das ist ja an sich nichts Besonderes. Mittlerweile nicht, nee. Nee, aber ich habe meine Frau über die Internetseite www.rubensfan.de kennengelernt. Also sie ist eine dicke Frau? Ja. Rubens, das klingt so nach dick. Das klingt so nach dick, da hast du ganz recht. Meine Frau ist 1,67 groß und 120 Kilo schwer. Wow, ein guter Brocken. Ja. Ne, kann man so sagen. Und ich sag mal so, ich sag mal zu mir was, ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Mhm. Und das war eigentlich schon, also das hat sehr, sehr früh angefangen bei mir, ich sag mal. Und so. Du bist ein Stäbchen, vermutlich. Ein Dürrer. Stäbchen bin ich nicht. Wie schwer bist du denn? Wie schwer bin ich? Also ich sag mal so, wo wir uns kennengelernt hatten, ich hatte da etwas abgenommen, da war ich so bei 87. Ach so. Ich denke mal, dass ich wieder bei 90 Kilo bin. Bei einer Größe von?
1,84, 1,85. Ja, okay, dann bist du ein Stäbchen bist du nicht. Nö. Nee, aber ich habe schon in meiner Jugend, oder ich sag mal, Jugend ist ein bisschen, ich sag mal so ab 20 Jahren und so, da habe ich so gedacht, so, ja, so dicke Frauen, die machen dich an. Ah ja, achso. Also so, gepolt. Aber ich habe damals eine Beziehung gehabt. Mhm. Und die war nicht dünn, aber die war auch nicht dick. Ja. Und danach, da war ich erstmal 10 Jahre solo. Ja. Und, ja, okay, es ist eben schwer, ich sag mal, solche Leute in der Öffentlichkeit überhaupt anzusprechen. Ja, und dank des Internets kann man sich ja eher kennenlernen. Ganz genau, im Internet, das ist, ich bin auch ein bisschen schüchtern. Ja. Ja? Und die Kontaktanzeige, das ist genau diese Sache, die meine Schüchternheit da überbrückt. So, jetzt frage ich mich gerade, warum du mich angerufen hast. So, ja, meine Frau sitzt neben mir. Ja. Mit der kannst du auch gerne sprechen. Ja. Die ist auch mittlerweile wach, die war schon ein bisschen eingenickt. Ja. Was ist. Halt, stopp. Was ist denn das Thema des Anrufes? So, ja, das Thema meines Anrufes ist im Internet. Ja, zum einen geht es darum, ich sag mal so, es gibt im Internet Kontaktanzeigenseiten ohne Ende. Mhm. Und es gibt eben auch, ich sag mal, entsprechende Kontaktanzeigenseiten. Wie eben rubensfan.de, es gibt auch rubensfans.de mit dem S noch dran. Ja. Also das sind die, die ich kenne, weil die mich interessieren. Aber es gibt eben auch Internetseiten für andere, ich sag mal, die eben das Besondere suchen. Eben. Ach so, das heißt, du wolltest einfach mal ein bisschen erzählen, dass es solche Seiten gibt und dass man über solche Seiten halt auch die Leute kennenlernen kann. Ja, und vor allen Dingen, dass es auch klappen kann. Wir sind jetzt seit einem Jahr verheiratet. Ja. Und seit 2 Jahren ungefähr zusammen, das ist ja nun schon ein Erfolg, ne? Ist schon Erfolg, genau, ja. Und vor allen Dingen, ich hatte mich da schon ein bisschen aufgegeben. Ich dachte so, ja, mit dir wird, du wirst keine Frau mehr. Hat, wie war das denn vorher? Du sagst, du warst 10 Jahre solo. Gab es denn da zumindest so One-Night-Stand-mäßig mal ab und zu eine dicke Frau? Da gab es überhaupt nichts. Überhaupt nichts? Nicht mal eine dünne? Nö. Der OMS, der ist für mich völlig für den Arsch. Was ist OMS? One Night Stand. Ach so. Ganz pfiffig. Nee. Ganz pfiffig. So, jetzt erklär mir noch, warum du auf dicke Frauen stehst. Ja, warum stehe ich auf dicke Frauen? Das habe ich mich selbst auch schon gefragt. Würde ich habe so gedacht, okay, ich habe meine Tante gehabt, die war so ein bisschen dicker. Aber so richtig weiß ich nicht, warum. Kann man das gar nicht erklären. So, ich weiß nur, mein Bruder, der mag auch Frauen mit großen Brüsten. Ja. Das hat mir mal seine Frau geschenkt. Kann man auch nicht richtig erklären. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, du wolltest sagen, dass so etwas funktioniert, dass man sich im Internet kennenlernen kann und dass es dann auch sogar eine ganze Weile hält. Und ihr beiden seid glücklich und zufrieden. Ja, okay. Und vor allen Dingen, es ist natürlich auch für, ich sag mal, es gibt nicht allzu wenige dicke Frauen in Deutschland. Mhm. Oder in NRW oder wie auch immer. Ja. Und es gibt auch, und das wissen viele gar nicht, ja, das habe ich auch in dem Gästebuch von dieser rubensfan.de-Seite gelesen, dass da Frauen hergehen und denken, was, sowas gibt es? Es gibt Männer, die stehen auf dicke Frauen. Ja. Die wissen das gar nicht. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile ein bisschen rumgesprochen. Also, die Seite hast du jetzt oft genug genannt. Wer da Interesse hat, soll da mal drauf gehen. Ich wünsche euch beiden alles Gute weiterhin und genießt euer Glück. Ja, okay. Danke. Mein Lieber. Tschüss, Bruder. Nicht mehr sprechen. Tschüss. Jo, tschüss. Ralf, 41 Jahre alt. Hallo Ralf. Ja. Auch 41. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich hatte noch nie eine Freundin, habe auch sonst nur ganz dürftige soziale Kontakte. Ja. Was machst denn du vom Beruf? Ja, was ich mache, das kommt immer drauf an. Also ich bin jetzt Programmierer, aber zurzeit arbeitslos. Ja. Hast noch nie eine Frau gehabt mit 41? Was? Hast noch nie eine Frau gehabt mit 41? Ja, das kommt drauf an, auch was man untergehabt. Also hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Ja, und zwar einmal, wo ich vielleicht, was weiß ich, 20 oder 19 war. Ja. Das war aber auch, also ich habe damals so für mich oder für meinen Bruder gesagt, das war für mich jedenfalls, als hätte ich in eine ganz mählige Birne gebissen. Das war nämlich so, also anfangs war ich ein bisschen schüchtern, wo ich noch ganz jung war. Ja. Das habe ich mir dann gesagt,
das ist ja klar, dass man dann jemanden kennenlernt. Dann habe ich das abgelegt, da habe ich dann... Das war so, als hätte ich in eine mehlige Birne gebissen. Das ist natürlich auch schon wieder sehr schrill. Also einmal mit einer Frau geschlafen. Verliebt warst du noch nicht? Nein. Aber das hat, also das mit der Metapher hat ja auch einen Grund. Also ich habe eben niemanden kennengelernt und da habe ich dann mir gesagt, ich bin jetzt nicht mehr schüchtern und habe dann quasi in Abend 20 Mädchen, wo ich dachte, die sind vielleicht alleine, gefragt und habe dann immer jeden Abend so auch 20 Körbe bekommen. Ja. Ja, und dann habe ich, weil ich das schon wusste, dass ich sowieso nur Körbe kriege, habe ich gar nicht mehr darauf geachtet, ob mir die Frauen überhaupt in gewisser Weise gefallen. Verstehe. Jetzt bist du 41 Jahre alt. Ja. Ab wann hast du denn aufgegeben, überhaupt noch was zu unternehmen und zu baggern? Ab welchem Alter? Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ab in 20 Jahren. Also ich habe noch nie aufgegeben, also ich hoffe immer noch, aber... Naja, nee, meine Frage war ja, wann unternimmst du noch etwas oder hast du dich quasi mit deinem Schicksal schon abgefunden? Ja, ich unternehme schon immer mal noch was, bloß zurzeit ist es nicht so einfach, weil ich eben jetzt weniger Geld habe. Ist klar, ja. Aber du hast ja gerade auch gesagt, dass du wenige soziale Kontakte hast. Das heißt, du bist eigentlich auch sehr... Das war auch schon immer so. Mhm. Also, wo ich gearbeitet habe, da bin ich dann auch in der Woche zwei, dreimal weggegangen, also oder so, wo habe ich eben immer nur Absagen bekommen. Ja, also kann man sagen, dass du ein sehr einsamer Mann bist? Ja, das kann man sagen. Lebst alleine, bist viel zu Hause und viel alleine und... Ja. Guckst Fernsehen, hängst vom Computer oder was auch immer? Ja. Hast auch keinen einzigen Freund? Nö. Nee. Hast du noch Familie? Naja, also Familie, meine Eltern leben noch und mein Bruder, aber nicht hier. Ja. Also 200 Kilometer. Leidest du sehr unter dieser Situation? Naja, also im Grunde komme ich alleine so vom Leben her ganz gut zurecht, nur dass man nie jemanden kennenlernt und dass man kann eben auch nicht vernünftig mal was zu unternehmen oder einen Ausflug machen oder so. Aber zum Beispiel ist es ja ganz klug, wenn man so alleine ist, dass man sich irgendwie versucht, irgendwo anzuschließen, dass man in einen Verein geht oder in der Kirche irgendwas macht oder in einen Sportclub oder ich weiß nicht, es gibt ja 100.000 Möglichkeiten. Naja, also überlegt habe ich mir das auch schon oft, nur es ist sehr schwierig, also als Hobbys habe ich eben außer Programmieren auch Segeln, aber das ist alles sehr ungünstig, weil ist alles allein. Also wenn man segelt, ist man alleine auf dem Boot, beim Programmieren ist man alleine am Computer, mir fällt nichts ein, was mich interessieren würde. Aber vielleicht sollte man dann gezielt, ich meine, du bist ja schon 41, das ist ja schon jetzt irgendwie schon eine heikle Sache, wenn das so lange nicht funktioniert hat, dass man sich da vielleicht auch, dass du dir da vielleicht auch einen Bereich noch suchst, wo eben mehr Menschen sind, wo du nicht so alleine bist, um einfach in einen Kontakt reinzukommen. Einfach ein neues Hobby suchen, das kann man auch mit 41 noch. Das ist ja nun keine Frage des Alters. Ich würde gerne, dass meine Psychologin mal ein paar Wochen schon auch mit dir spricht, denn das ist ja doch alles sehr eingefahren bei dir und vielleicht kann man da von der anderen Seite auch noch ein bisschen helfen. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass du legst auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich gleich nochmal zurück, okay? Ja, gut. Also machen wir das. Alles Liebe und alles Gute. Ja. Tschüss. Alicia ist hier und Alicia ist 38 Jahre alt. Hallo Alicia. Ja, hallo. Alicia, dein Thema. Mein Thema, das kennst du schon. Ich habe schon mal mit dir telefoniert, vor ein paar Jahren. Das geht immer noch wegen meinem Ex-Freund. Also. Aha. Jetzt kann ich mich natürlich auf Anhieb, wenn wir vor ein paar Jahren mal miteinander telefoniert haben, nicht mit dem Namen Alicia und dem Ex-Freund direkt was verbinden. Was ist da genau los? Und pass auf, ich bin mit dem jetzt 7 Jahre zusammen. Ja. Komme mittlerweile vor wie so eine Sanduhr. Die langsam vergeht so. Aber du hast gerade mit dem Ex-Freund. Ja, wir wohnen noch immer zusammen und wir haben auch mittlerweile ein Kind zusammen. Ja. So, und auf jeden Fall, wie ich schwanger geworden bin, hat er mich schon in der Zeit betrogen mit einer anderen. Mit der war er auch zusammen. Ja. So, und dann habe ich dann eben halt das rausbekommen durch eine Freundin. Und dann war er auch hier gewesen. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt,
wo die Frau auch dabei war. Und da sagte er, das würde nicht stimmen. Hat doch noch so rumgelogen. Mhm. So, und dann habe ich ihn angeschrien. Das macht man natürlich nicht, aber ich konnte nicht mehr. Ich war wirklich fertig gewesen. So, und ja, dann hat er endlich mit der Sprache rausgerückt und hat dann gesagt, ja, er wäre schon 2 Jahre mit ihr zusammen. Mhm. So, und da war ich natürlich in der Zeit auch schwanger gewesen, wollten auch heiraten, Aufgebot war alles. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ja, kannst du jetzt sagen, ja, sieben Monate. 7 Monate. Mhm. Ja. Da warst du schwanger. Das heißt, das Kind ist ganz klein. Was jetzt? Ja, der ist 7 Monate. 7 Monate, ja. Mhm. So, aber mittlerweile habt ihr euch getrennt. Nee, wir sind im, das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir zusammen sind. Das ist auch mein Problem. Und ich weiß auch nicht, ob er noch immer mit der zusammen ist. Mhm. Also, ihr beide seid 7 Jahre letztendlich verbunden miteinander. Ja. Und da ist jetzt rausgekommen, vor kurzem kann man ja so sagen, dass er da seit angeblich 2 Jahren noch eine andere Frau hatte. Ja. Und du weißt nicht im Moment, ob das noch so ist oder ob das nicht so ist? Ja. Warum fragst du ihn nicht? Ich kriege ja keine Antwort. Was ist denn dein Gefühl? Man spürt das doch auch irgendwie. Ich sag mal, er geht auch mit mir ins Bett. Das ist es ja. So. Und ich kann dann, in dem Moment kann ich dann auch nicht mehr widerstehen. Okay, das ist vielleicht eine Dummheit von mir. Ja, okay, aber das beantwortet dann noch nicht die Frage letztendlich. Was empfindest du denn, was ahnst du denn? Meinst du denn, da ist noch irgendwas mit einer anderen Frau? Ich denke schon. Warum glaubst du das? Weil mir irgendwie das Gefühl sagt. Mhm. Also es gibt keine wirklichen Indizien, es ist jetzt wirklich dann nur ein Gefühl. Denn, ja. Mhm, ja. Aber ja auch manchmal teilweise, das ist so ein Mensch, der hört gerne auf andere Leute. Mhm. So, der hat keine eigene Meinung. Hast du denn, als das rauskam, dass er da noch eine Freundin hat seit 2 Jahren, ist es denn da zu einem Eklat gekommen und hast du gesagt, jetzt pass auf, ich will, dass du das sein lässt oder wie war das? Ich habe ihm die Wahl gestellt, entweder habe ich zu ihm gesagt, mache ich dich fertig, sag ich, oder du beendest das mit dieser Frau. Die 2 Möglichkeiten gebe ich dir. Was heißt, mache ich dich fertig? Ja, dass er zum Beispiel sein Kind da nicht mehr sieht und so alles Mögliche. Ich war also in meiner Wut, war ich ihm halt war einfach so verletzt und da habe ich ihm halt Sachen gesagt, die man eigentlich gar nicht sagt. Ja, und die man auch nicht dann durchziehen sollte. Genau. Ja, und dann hat er gemeint, er trennt sich. Ja, kam er dann abends mal nach Hause und dann sagte er zu mir, er möchte doch mal mit mir reden. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, wir können reden, ist kein Problem. Ja, dass die Frau, mit der er da zusammen wäre, ja, die Kinder würden schon zu ihm Papa sagen, was ich davon halten würde. Mhm. Ich sag, pass mal auf, sag ich, hier ist ein Kind, das ist dein Kind. Mhm. Sag ich, was hast du mit der Frau, mit den anderen Kindern zu tun? Mhm. Gar nichts. Mhm. So, und das hast du vorher nicht bemerkt. Nein. So, nur Moment, jetzt ist das alles ans Tageslicht gekommen. Und du weißt nicht, auf meine Frage zu antworten, wenn ich sage, seid ihr noch zusammen? Sagst du, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber wir wohnen zusammen. Ja. Und wie ist die Stimmung so zwischen euch? Mal gut, dann ist sie mal wieder schlecht. Das kommt aber meistens von ihm. Und dann versuche ich das eben halt so auf eine lustige Art und Weise zu überspielen. Mhm. Ich kann dir natürlich jetzt auch nicht sagen, ob ihr noch zusammen seid. Nein, das sollst du mir auch gar nicht sagen. Das ist natürlich eine Sache, die ihr zwischen euch klären müsst. Das eigentliche Problem, warum ich dich angerufen habe, ist, er hat mir einen Heiratsantrag wieder gemacht. Mhm. So. Er möchte gerne, dass wir eine Familie sind. Ja. So. Und ich weiß aber nicht, ob ich diesen Schritt gehen soll. Du liebst diesen Mann schon noch. Irgendwo schon, aber ich bin auch irgendwo sehr verletzt. Mhm. Irgendwo soll er mir auch wieder beweisen, dass ich ihm doch irgendwo was bedeute. So, und dass du ihm vertrauen kannst. Ja. Ne? Hast du ihm das so auch gesagt? Ja, ich habe so viele Gespräche geführt und habe immer war ich diejenige, die immer angefangen hat zu sprechen und zu sagen, okay, komm, das war es gewesen. Ja. Wenn du sagst, dann musst du mir beweisen, dass du es ernst meinst und du musst mir auch beweisen, dass ich wieder Vertrauen in dich haben kann. Was antwortet er denn darauf? Also das sehen wir dann schon, sagt er dann. Ja, da würde ich an deiner Stelle auch sagen, dann sehen wir mal, ob wir beide heiraten. Ich würde an deiner Stelle natürlich jetzt nicht heiraten, nach diesem ganzen Theater.
Das ist ja alles noch so frisch. Ich würde jetzt erstmal, wenn du der ganzen Sache noch eine Chance geben willst, durchaus abwarten, wie er sich verhält, wie ehrlich er dir gegenüber ist. Ich würde ihn auch ganz klar immer wieder fragen, was nun los ist, wie er dasteht, ob der Kontakt nun wirklich vorbei ist mit der Frau und was er vor allen Dingen für dich empfindet. Heiraten könnte er in 2 Jahren auch noch. Das muss ja jetzt nicht sein. Ja. Und ich meine, er kümmert sich ja super um sein Kind, da gibt's gar nichts drüber zu sagen. Ja, aber das sind ja 2 verschiedene Schuhe, ne? Ja. Ob er sich über das Kind kümmert oder ob ihr beide heiratet. Ja. Ne? Was mit eurer Beziehung los ist. Vielleicht wäre das bei euch auch gar nicht so falsch, wenn ihr zu einem klärenden Gespräch in eine Beratung gehen würdet. Habe ich ihm vorgeschlagen, will er nicht. Warum nicht? Das wird für ihn nichts bringen. Woher weiß er das jetzt schon? Ja, habe ich ihm gesagt, du kannst da nicht was sagen, was du noch nie ausprobiert hast. Würde ich zum Beispiel an deiner Stelle auch als Bedingung formulieren, dass du da, wenn er dir einen Beweis hinlegt, dass er es ernst meint, dann soll er das tun. Und wenn er es erstmal nur für dich macht, weil das für dich ein gutes Gefühl ist, dann kann man ja mal sehen, wie er sich verhält. Oder hat er vielleicht doch was zu verbergen und hat Angst, dass das da rauskommt in einem solchen Gespräch? Man weiß es nicht. Ich würde das forcieren an deiner Stelle. Auf jeden Fall nicht heiraten jetzt. Erstmal warten, wie sich das entwickelt. Und eigentlich den Knaben motivieren, zu sagen, pass mal auf, ich möchte das gerne. Du hast mich schwer verletzt. Ich möchte jetzt eine Beratung gehen und komm mit. Zeig es mir als Beweis deiner Ernsthaftigkeit, dass dir daran was liegt. So würde ich vorgehen, Alicia. Ja, ich meine, weil ich zum Beispiel auch noch dieses Problem habe, ist, dass er zum Beispiel... wenn ich wohne hier in der Eifel, die ist in der Eifel, praktisch an der belgischen Grenze. Ja. So. Und bei mir ist das Problem, ich habe keinen Führerschein und kein Auto. So. Aber die möchte ich jetzt demnächst auch machen, dass ich eben halt auch mal alleine was unternehmen kann. Ja, klar. So. Und wenn ich dann mal sage, komm, wir fahren mal dahin oder wir fahren mal Freunde besuchen. Nee, das macht er alles nicht. Ich komme hier vor wirklich wie ein Gefängnis. Ja, Gefängnis ist schlimmer. Aber das zeigt doch, dass da wirklich eine ganze Menge nicht in Ordnung ist zwischen euch beiden. Und das heißt doch, dass es wirklich sehr, sehr gut wäre, wenn ihr in eine Beratung gehen würdet. Also, ich wiederhole es nochmal. Ich würde dir dringend anraten, dass du das von ihm verlangst. Das ist ein gutes Recht, finde ich, nachdem was vorgefallen ist. Und dann sehen wir weiter, was dann geschieht, auch aus der Beratung heraus. Wenn er nicht mitgeht, gehst du alleine. Okay? Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute. Jo, danke. Alicia, wiederhören. Jo. Tschüss. Svenja, 30 Jahre, hallo. Ja, hallo. Hallo Svenja. Hallo Domian. Deswegen rufst du an. Ja, ich habe ein Problem und zwar habe ich dieses Jahr eine Scheidung hinter mir. Die Ehe hat begonnen im Jahr 2000. Anfangs war sie einigermaßen okay. 2002 haben wir uns dann getrennt. Das war eine ziemlich schlimme Scheidung für mich. Weil ich zuvor ein Kind im 4. Monat auch verloren hatte. Von wem ging die Trennung aus? Von ihm. Warum? Weil er meinte, ich könne ihm kein Kind austragen und andererseits fühlte er sich von mir terrorisiert, weil ich halt gesagt habe, er müsse sich Arbeit suchen, weil ich, wenn das Kind auf der Welt wäre, für 3 Jahre pausieren würde und er war arbeitslos und hatte keine Lust zu arbeiten und hat lieber meine Gehälter, sag ich mal, ins Casino gebracht. Und ja, das Kind habe ich auch nicht auf normalem Wege verloren, sondern eigentlich durch ihn, weil er mit seiner, wie sagt man das, mit seiner Kraft nicht wusste, wohin. Das heißt, er hat dich geschlagen? Ja. Und aufgrund dessen hast du das Kind verloren? Genau. Ich bin dann zu meinen Eltern. Dann sei froh, dass du los bist. Sei froh, dass es vorbei ist. Ja, aber es ist in allem ist sehr, sehr viel passiert. Sag ich mal, so dass ich sehr, sehr verletzt bin und ich damit nicht richtig umgehen kann. Ich war auch schon bei, sag ich mal, Psychologen, habe also Gespräche hinter mir. Und das Problem, das eigentliche Problem, sag ich mal, in der ganzen Sache ist jetzt, dass ich versuche durch Flirt-Chats, die es ja im Internet genügend gibt, Männer, sag ich mal, heiß zu machen, so wie ich heiß gemacht wurde und wenn dann mehr raus werden würde von deren Seite, dass ich sie abstoßen würde und dass ich ihnen genauso wehtun würde, wie man mir wehgetan hat. Was natürlich völliger Unsinn ist, ne? Sich so zu verhalten.
Ja, aber... Und die Männer, mit denen du da Kontakt hast, die können ja nichts dafür, was dir passiert ist. Das sage ich mir auch immer wieder, aber irgendwie gibt mir das eine Genugtuung. Ich weiß nicht, mir gibt es Kraft, weiterzumachen. Ich weiß zwar nicht, Weiterzumachen? In welcher Richtung weitermachen? Wenn ich ehrlich bin, die Kraft weiterzuleben. Also die Verletzung psychisch und auch körperlich, wie du es gerade beschrieben hast, war schon sehr, sehr gravierend in dieser Ehe. Mhm. Und das ist eine schlimme Zeit für dich, wenn du daran zurückdenkst. Ja, auf jeden Fall. Dieser Mann hat dir sehr wehgetan. Ja. Mhm. Ist es denn wenigstens so, dass du wirklich jetzt auch froh bist, so wie ich es gerade gesagt habe, dass du ihn los bist? Eigentlich nicht, weil er war wirklich meine erste richtig große Liebe. Und ich habe so viel für ihn gemacht und so viel. Heißt das, dass du ihn sogar irgendwie noch, trotz allem, was vorgefallen ist, noch liebst? Ja. Hm. Und das Schlimme ist, was er mir jetzt noch mit angetan hat. Ich meine, er hat mir eine Menge Schulden hinterlassen, wirklich eine Menge. Wie viel? Fast über 22.000 Euro. 22.000 Euro. Und die musst du abstottern. Ja. Hm. Und das Schlimme ist, vor Gericht hat er das Thema angegeben, dass er eine neue Frau hat und die im vierten Monat schwanger ist. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Hm. Aber es hat mir sehr, sehr weh getan, weil mein Kind war im vierten Monat und ich habe es verloren. Was hat er denn da überhaupt genau gemacht, dass du das Kind verloren hast? Wir hatten vorher einen ziemlich heftigen Streit und zwar ging es darum, dass ich ihn mal wieder auf die Arbeit angesprochen habe und ja, er ist dann sauer abgedampft, sag ich mal, zu seinen Freunden, hat sich von denen ziemlich, ja, wie sagt man das, aufbrezeln lassen. Er war sehr, sehr nervös. Ich habe schon im Bett gelegen und geschlafen, ich konnte mich also gar nicht eigentlich richtig wehren und dann ging es eigentlich auch schon alles los. Und was ging da los? Ja, eigentlich die Tritte in den Bauch. Also du lagst im Bett, er kam dann ins Schlafzimmer. Ja. Er hat die Bettdecke weggerissen und hat dich in den Bauch getreten? Ja, nein, das ging alles durch die Bettdecke. Ich hatte zuvor noch meine Kleiderstange aus dem Schrank rausgetan, weil die gebrochen war und die wollte ich morgens in den Müll bringen und die hatte ich vorne auf den Dielenschrank gelegt. Mhm. Und ich hatte zum Glück meine Hände über den Kopf, sodass ich den wenigstens noch schützen konnte, aber es ging einfach nur, es war purer Hass, den er ausgeschüttet hat. Also er hat die Kleiderstange genommen und hat auf dich eingeschlagen? Ja, und getreten. Und geschrien und dann war er weg und ich bin dann halt zum Arzt gegangen, weil ich mich nicht gut gefühlt habe, weil ich Schmerzen hatte. Mhm. Ja, und das war das eigentlich. Und dadurch kam es dann zur Fehlgeburt? Mhm. Ja. Und von so einem Mann, der so etwas gemacht hat, sagst du, dass du den auch noch irgendwie liebst? Ja, ich weiß es nicht. Ist das nicht wahnsinnig letztendlich? Ja, das ist schon wahnsinnig, aber... Weißt du, Sven, ja, bevor du da so einen Unsinn im Internet machst, was du gerade erzählt hast, finde ich, dass du erstmal richtig aus den Socken kommen musst mit all dem, was du erlebt hast. Und aus den Socken kommen meine ich es gar nicht flapsig, sondern in dem Sinn, das musst du wirklich erstmal verarbeiten. Das hast du noch gar nicht verarbeitet. Und verarbeiten heißt auch, dass du irgendwann Abstand zu diesem Mann gewinnst, dass er dir, und das würde ich dir sehr wünschen, dass er dir wirklich abgrundtief egal wird. Du sollst ihn nicht mehr lieben, aber du sollst ihn auch nicht mehr hassen. Beides verbindet dich viel zu sehr mit diesem Menschen noch. Und das, für dein Leben wäre es gut, wenn du wirklich von ihm weggehen könntest, wenn du wirklich loslassen könntest. Ich glaube, dass du noch immer nicht losgelassen hast. Und dann würdest du auch nicht so Sachen machen, die dich auch wiederum nicht weiterbringen. Du drehst dich im Kreis von Wut und Rache und Vergeltung und kommst dabei selbst überhaupt gar nicht zur Ruhe. Und das finde ich schlimm. Ja, ich fühle mich da ja auch nicht wohl bei, aber... Glaube ich. Du sagst gerade, du warst mal bei einem Psychologen oder so, aber wahrscheinlich nicht für eine längere Zeit. Oder? Das war die Anfangskrisenbewältigung und weiterhin waren das, glaube ich, 3 oder 4 Monate, da waren einige Sitzungen. Zu wenig, viel zu wenig für sowas, wenn man sowas hinter sich hat. Und ich vermute ja, du hast jetzt diesen heftigen Vorfall erzählt, als er dich da im Bett misshandelt hat. Vermutlich sind da noch viele andere schlimme Dinge passiert, die man gar nicht jetzt im Rahmen unseres kleinen Gespräches hier erzählen kann.
Ja, das stimmt. Also mein ganz dringender Rat an dich wäre, Svenja, dass du doch nochmal erneut dir Hilfe von außen suchst. Und dich intensiv mit dir, mit deinen Verletzungen, mit deinen Demütigungen, du bist ja unglaublich gedemütigt worden auch, dich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dass sich dann das Thema mit den Flirtlines von ganz alleine erledigt. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Magdalena heißt sie heute Nacht. Okay. Da legst du auf und die Magdalena ruft dich an. Okay, ich danke dir. Von Herzen alles Gute. Danke, tschüss. Auf Wiederhören. So, ihr Lieben, ein Hinweis auf nächste Woche. Am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, sind wir auch hier, aber in Form einer Wiederholung. Wir wiederholen eine Promi-Sendung und dann sind wir live wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und morgen gibt es keine Promi-Sendung, morgen am Samstag, weil wir Karneval hier im WDR-Fernsehen haben. Aber dafür nächste Woche Samstag. Und nächste Woche Samstag ist mein prominenter Gast um 23.45 Uhr hier im WDR-Fernsehen, Ralf Morgenstern. Ich bin sehr gespannt, mit ihm so richtig zu klatschen und zu ratschen über alles Mögliche und alles Unmögliche. Also nächste Woche Samstag WDR-Fernsehen, Ralf Morgenstern, mein prominenter Gast, den ihr natürlich dann in guter alter Sitte auch anrufen könnt und ihr euch dann mit uns beiden oder mit ihm alleine auch unterhalten könnt. So, Jakob, 48 Jahre alt. Hallo, Jakob. Jawohl, morgen, Domian. Ja. Ja, mein Problem ist, ich bin auch etwas schüchtern. Ach, wirkst aber gar nicht so. Ja, doch. Im ersten Moment wirkst du gar nicht so. Vom Äußerlichen nicht her, ne, und vom Machen eigentlich auch nicht. Ja. Nur halt eben, ich kann nicht einfach drauf zugehen und aufs Thema zu kommen, die Leute zum Essen einladen, die Frau. Naja, so schnell muss man die ja nicht gleich zum Essen einladen. Nee, das nicht, aber halt eben, um auf den Punkt zu kommen. Ich verstehe. Ziehe mich dementsprechend an und gehe drauf los, aber halt eben, keine Ahnung, man fühlt sich auch beobachtet. Ja, ja. 48 Jahre, das heißt, da ist ja schon eine Menge Zeit vergangen. Ja. Gab es denn schon mal Verbindung mit Frauen? Ja, eigentlich 25 Jahre eine feste Beziehung. Ach, ja, das ist doch schon mal, was. Ja, ja. Hat klar. Ja vorhin ein Anrufer, der noch gar nichts mit 41 hatte. 25 ja, Jahre feste Beziehung. Wann ist die kaputt? Seit 99. Seit 99 ja. Single. Ja. Und bist seitdem viel so unterwegs auf der Rolle und versuchst, neue Frauen kennenzulernen? Eigentlich regelmäßig. Ich ziehe mich morgens früh an, dusche ziemlich an und gehe drauf los. Ja, wo gehst du denn drauf los? Wo? Ich fahre ins Zentrum, in die Stadt. Ja. Und halt trinke einen Kaffee, ja. Und, keine Ahnung, esse ein Brötchen, gehe durch die Gegend. Ich spaziere eigentlich nur hin und her. Ja, den festen Platz habe ich eigentlich gar nicht. Ja, hast du so viel Zeit? Bist du arbeitslos im Moment? Oder wie kommt's? Ja, genau. Ja. Genau, ja. Und bist dann jeden Tag so in der Stadt und sitzt da mal und hier mal und guckst und... Ja, wenn ich mein Haus halt hier erledigt habe, ich habe noch zwei Kinder, die ich großziehe, die sind aber schon älter. Ja. Und halt eben... Wie alt sind die? 28, ach, ja. 24 und 23. Ja, die sind ja nur, die wohnen noch bei dir alle? Ja, ne, zwei von denen. Ach so, ja, die sind ja, dann können, brauchst du dich ja gar nicht mehr drum kümmern. Ne, doch, klar, auf jeden Fall, ich bin der Mann im Haus, ich bügel, ich koche und putze. Ne? Sind das alles Mädels? Ne, nur Jungs. Ach, nur Jungs, ach so, dann bist du die Mama. Die in der Laufbereich und Major One groß geworden sind. Ah ja, verstehe. Ja, und dann gehst du raus in die Stadt und versuchst da Frauen kennenzulernen. Finde ich aber, will ich dir ganz ehrlich sagen, könnte ich auch nicht. Einfach so in der Stadt rumlaufen und im Café sitzen und ist aber auch sehr schwer. Also da müsste man aber auch schon sehr, sehr extrovertiert sein, um das zu schaffen. Hast du denn schon Versuche unternommen und hast Körbe bekommen? Ja, doch, Versuche sind eigentlich schon da gewesen, aber mir läuft die Vergangenheit immer hinterher, weißt du, ich habe keine Ahnung, Sie wissen, was meine Vergangenheit angeht, wie ich die Leute anspreche, wie ich mit darüber rede. Was ist denn mit der Vergangenheit los? Es ist keine Vertrauensperson da, womit man eigentlich über das Problem reden kann. Was ist das für ein Problem aus der Vergangenheit? Ja, ein Drogenproblem. Lange Jahre? Ja, sehr lange, ja. Wie viele Jahre und um welche Droge ging es? Ja, Heroin, Kokain, THC, eigentlich alle. Ja, wie viele Jahre? Ja, so 15, 16 Jahre. Ich habe mit 34 angefangen. Und mit 34 angefangen? Jetzt bist du 48. Das heißt, so lange weg bist du davon noch gar nicht. Jawohl. Ne, ich bin jetzt 5 Jahre clean und 18 Monate ohne Methadon. Ah ja. Mhm.
Und du meinst, dass das Frauen abschreckt, wenn du davon erzählst? Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du die Erfahrung schon gemacht oder ist das deine Mutmaßung? Nee, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, auf jeden Fall. Ja, gut, weißt du, damit muss man leben. Also wenn Frauen sich davon abschrecken lassen, dann sind es eben auch nicht die richtigen Frauen. Ich finde das auch eine schwache Leistung, wenn man einer Frau erzählt, pass mal auf, ich habe früher Drogenprobleme gehabt, aber ich habe es jetzt geschafft und bin clean. Und wenn eine Frau deshalb geht, na dann würde ich mal sagen, dann tschüss auch. Dann tschüss. Ja, ich würde mich auch nochmal in das Körbchen reinsetzen, weiß ich, wenn eine Frau mit einem Alkoholproblem ist, wenn sie ein Alkoholproblem einsieht. Ja. Aber jetzt, wenn man so 25 Jahre mit einer Frau zusammen war, die ein Alkoholproblem hat und kein Alkoholproblem einsieht, weißt du, den kann man nicht helfen. Ja. Ja, das sieht man ja mir, daher bin ich ja jetzt sauber. Ich habe mich von der Frau getrennt, aber es ist schwer, da wieder einen Einstieg zu bekommen. Das Vertrauen zu gewinnen in der anderen Person. Also weißt du, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Szene, so sage ich mal, ist, um eine Frau kennenzulernen. In der Stadt rumzulaufen ist, glaube ich, nicht die Ja, ich gehe auch ins Schwimmbad. Ja, ach, im Schwimmbad das ist es auch nicht. Das hat schon was Plumpes, dass man denkt, das hat irgend sowas plump Sexuelles. Nee, du müsstest mir, wie ich das vorhin zu dem Anrufer auch sagte, ich glaube, das Optimale ist, man muss dahin gehen, wo Gruppen sind, wo Menschen sind und wo man sich gemeinsam findet, weil man irgendwie gemeinsam Interessen hat. Partei, Sport, Kirche, ich weiß es nicht, irgendwas. Und dann daraus die Hoffnung oder Camping oder sowas und daraus halt die Hoffnung dann entwickelt, dass man da dann auch jemanden kennenlernt fürs Leben. Ja, man kann sich keine Interessen aufbauen, wenn man daran keine Interessen hat, Domian. Das sage ich mir mal. Das habe ich in Erfahrung von meinem Leben eigentlich schon her. Und die Interessen, die enttäuschen manchmal immer. Ne? Wie die Zelten ist oder man unternimmt was, keine Ahnung. Also du hast so weiter eigentlich gar keine Interessen? Ich habe auch immer zu viel Angst, dass der Alkohol wieder ins Spiel kommt, dass der Bachner wieder Alkohol trinkt, weil ich trinke kein Alkohol. Ich überhaupt kein Alkohol. Aber ich habe mal gefragt, eigentlich hast du so keine Hobbys und keine Interessen? Nee, eigentlich gar nichts. Ja, das ist natürlich eigentlich nur der Haushalt hier. Ja, das ist schlecht. Ich finde aber trotzdem, Jakob, du bist 48, das ist schon ein gutes Alter, aber noch weitaus kein altes Alter. Das heißt, da kann man eigentlich auch sich noch auf den Arsch setzen und sich mal überlegen, was interessiert mich eigentlich, ich könnte mich auch noch für neue Sachen irgendwie. Nee, ich sage mir aber immer, es gibt eine Frau, die einen Mann im Haushalt braucht. Weil, weißt du, die Frau, die bei mir wohnt, die oder ich bei ihr wohnt, die würde keinen Haushalt, die braucht nichts zu machen, nicht? Weil ich bin ein Hausmann. Ich würde lieber zu Hause bleiben, die Frau soll arbeiten gehen, weißt du, so in der Art. Also wenn das jetzt ist nicht meine Einstellung, aber so denke ich darüber. Also ich merke schon, ich beiße da auf Granit in Sachen neues Hobby suchen oder so. Ja, das ist irgendwie klar, man fängt es an, aber wenn die Interessen nicht da sind, bringe ich es auch nicht. Gut, aber man kann sich aber auch nicht mit 48 schon hängen lassen und sagen, mich interessiert eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Und nee, das mache ich nicht. Ich denke mir, ich werde mich weiter schick anziehen und immer wieder neu probieren. Wie? Irgendwann. Lass mich fragen, wie ist es denn, hast du denn über Annoncen oder Internet schon versucht, Frauen? Ja, ich bin im Moment, ich habe gerade ja, der ich darüber nachgedacht, bei dir angerufen habe, bin ich noch am überlegen, dass ich mal auf einem anderen Sender anrufe und probiere das mal übers Radio. Ja, aber ja, vielleicht. Kann man das vielleicht auch mal machen? Da äußert man sich nicht so sehr über die Vergangenheit, wie jetzt haben wir. Bei dir ist es extrem, aber halt, wenn man sich dann, keine Ahnung, Partner sucht, läuft es ja anders ab. Wie machst du das denn auf der Straße? Hast du schon mal gezielt wirklich Frauen in der, weiß ich, irgendwie der Einkaufsstraße angesprochen? Ja, nee, auf keinen Fall. Nein, so peinliche Sachen, die mache ich. Ja. Ne, weil da könnte hier immer noch ein Mann im Hintergrund stehen. Ja, ja, da siehst du alt aus. Ja, also Jakob, da ist natürlich guter Rat schwer, wirklich. Ja, ich suche, ne, das ist das Thema, ich suche eine Frau und weiß nicht, wie ich eine finden soll. Domian, hilf mir. Ich weiß es nicht. Der Karneval steht vor der Tür, aber da bin ich auch kein Mensch für. Ja Mensch, aber du hast aber auch auf nichts Bock. Ja, nee, da lernt man ja nur die Frauen unter Strom kennen. Ja, gut. Dann kann ich auch meine vorherige. Ja, okay, mag ja vielleicht beim Karneval so sein, aber irgendwas muss dich doch auch interessieren, das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist es schwer am Telefon zu erklären. Ja, okay. Nee, was machen wir denn jetzt mit dir? Ja, nee, ich... Machen wir denn jetzt mit dir? Ich werde mir jetzt die angenehme Nacht aussuchen und den nächsten Tag kommen lassen. Mensch, ich wünsche dir so von Herzen, dass du eine gute Frau findest. Ja, ne, ich denke mir, das wird noch klappen. Mein Leben ist ja noch nicht zu Ende. Ja, natürlich überhaupt nicht. Das geht ja weiter. Ja. Und lass dich nicht abschrecken, wenn die Frauen laufen gehen wegen deiner Vergangenheit, dann ist es gut, dass die laufen gegangen sind, finde ich. Ja, das denke ich mir auch. Das sagen Kumpels von mir auch. Ja. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Morgen noch. Alles Gute. Dankeschön, Anastasia. Jo, tschüss. Tschö.
0800 220 50 50. Steffi ist hier und Steffi ist wie alt? Steffi ist 18. Hallo Steffi. Hallo. Ja. Ja, hi. Dein Thema, Steffi. Also mein Thema ist eine heimliche Liebe. Oh. Ja, eine heimliche Liebe kann man nicht sagen. Also ich bin verliebt in jemanden. Ja. Seit ein paar Monaten ungefähr. Was heißt ein paar Monaten? So ein guter Monat oder so. Ja. Und der ist halt, den habe ich kennengelernt in der Disco. Der ist ziemlich bekannt. Der ist so ein Popstar. Oh, ein Popstar. Ja. Und ja, ein wirklicher Popstar. Bitte? Ein wirklicher Popstar. Ja. Wir kennen ihn alle. Ja, doch. Ehrlich? Ein richtig berühmter Typ? Ja, aus Amerika. Aus Amerika sogar noch? Ja. Wow. So, und das Problem... Kenn ich den auch? Also vom Fernsehen so? Ja, müsstest du eigentlich kennen, doch. Aha. Doch. Wer ist es denn? Darf ich das sagen? Nee, sag's nicht. Nee, ne? Nee, sag's nicht. Nein, sag's nicht. Also, und das Problem ist, ich bin verheiratet. Mhm. Seit Mai diesem Jahres und bin mit dem schon seit... knapp 4 Jahren, also ich kenne ihn seit 3 Jahren ungefähr fest zusammen und alles. Und wir hatten aber so am Anfang halt eine offene Beziehung mehr geführt und alles. Ich habe halt gewusst, dass er andere Sachen gemacht hat und ich halt auch. Mhm. Und jetzt haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass es nicht mehr so ist, seit wir verheiratet sind. Treue ist angesagt? Genau. Und da verguckst du dich in einen amerikanischen Popstar? Genau. Was heißt denn vergucken? Ist da was gelaufen? Ja, da ist was gelaufen. Ach, da ist was gelaufen. Also der war bei mir in der Nähe und da habe ich ein paar Tage mit ihm verbracht und alles. Und wie hast du den, wenn der so ein berühmter Mensch ist, wie bist du an den überhaupt so nah rangekommen? Also der war in der Diskothek. Ja, und aber da ist man ja auch, sind die ja meistens auch abgeschirmt irgendwie? Nee, gar nicht. Nee. Also nee, das war so eine offene Disco. Und da hat der dich angequatscht oder du ihn? Genau, also wir hatten erst so ein bisschen Blickkontakt und dann... irgendwann kam er zu mir, hat mich angelabert. Kanntest du ihn denn sofort? Ja, nicht sofort. Ich war mit 2 Freundinnen da und dann meinte die eine, hey, ist das nicht der und der? Und dann meinte ich so, auf einmal ja, genau. Mhm. Und vorher habe ich den halt auch schon gesehen und der ist halt typisch mein Typ. Ja. Und der ist mir direkt ins Auge gefallen, dann dachte ich schon, ja, nicht schlecht. Und dann aber habe ich ihn erst gar nicht erkannt. Warst du wahrscheinlich irre geschmeichelt, dass der dich angeguckt hat? Ja, vor allem, weil die ganzen Frauen am Rumtanzen waren und... Ja. Und alle wollten irgendwas von ihm und keiner hat's gekriegt. So, oder ich weiß und dann was. Hast du ein paar Tage mit ihm rumgeturtelt, oder was? Genau, und ja, ein bisschen mehr als geturtelt. Ja, ist mir schon klar. Dass es da knallharten Sex gab, ist mir schon bewusst. Ja, knallhart nicht. Na gut, aber Sex. Ja, schon. So, und wo war dein Mann währenddessen? Der sitzt im Gefängnis. Ach, der sitzt im Gefängnis? Ja. Seit wann? Seit, 2 Monate nach unserer Hochzeit, also Mai, also ungefähr. Mhm. Warum? Ja. Wegen schlimmen Sachen. Ja, sag mal. Der sitzt jetzt hauptsächlich wegen Menschenhandel und der hat in falschen Kreisen verkehrt und mitgehangen, mitgefangen. Mhm. Was heißt das, Menschenhandel, um was ging es da? Also Zuhälterei und solche Sachen, ja. Also schon schlechte Sachen, ziemlich schlechte, also weil ich halt auch nicht gut heiße und so, deswegen hatten wir auch mehr oder weniger mal öfter Streit und so, weil er halt mit den falschen, ich ihm immer gesagt habe, du hängst mit den falschen Leuten rum und der wollte halt nicht hören. Ja, wie lange muss er im Knast bleiben? Der hat 5 Jahre insgesamt bekommen, saß 2 Jahre im Geschlossenen und wurde dann rausgelassen wegen Verfahrensfehler. Mhm. Und dann hat er jetzt halt vor kurzem den Stellungsbefehl bekommen für den offenen Vollzug. Ah, also ja. Der arbeitet auch draußen. Ja. Und ja. Und das heißt, ihr seht euch dann auch öfters jetzt? Ja, nicht wirklich. Also der kann sonntags raus, das war's. Naja, gut, aber, ja, gut, aber immerhin, ne? Immerhin. Ja. Sonntags rauskommen ist ja nun schon ein Luxus. Ne? Ja, klar. Ja. Weiß er, wie alt ist er? 28. Ja. Weiß er von dieser Affäre? Nee, eben nicht. Dann wäre die Hölle los. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil es halt vorher auch so war, dass alles locker war und... So, du hängst natürlich dazwischen 2 Extremwelten. Da ist einmal der amerikanische Popstar, Millionär, große Welt, Glamour. Ja, und ja. Da ist dein Freund, der im Knast sitzt und der schlimme Dinge gemacht hat. Genau. Was ist denn das mit diesem Sänger? Ist das nur so eine Sexaffäre oder gibt es jetzt immer noch Kontakt? Ja, also wir haben noch telefonisch Kontakt. Wir telefonieren und schreiben SMS und alles Mögliche. Und aber der will halt auch, dass ich zu ihm komme, ihn mal besuchen komme und alles. Aber wahrscheinlich hat er doch tausende von solchen Frauen an der Hand. Denke ich mal. Ja? Also da machst du dir auch nichts vor, dass du ja jetzt die besondere Stellung hast.
Nee, nee, das auf keinen Fall. Die hat er in jeder Stadt und wahrscheinlich wird er jeder Frau solche SMS schicken. Kann ja sein. Ja, denke ich auch. Ja. Also du hast dich nicht, ja, du hast dich vielleicht ein bisschen verguckt in denen, aber Liebe ist das nicht. Nee, Liebe nicht, aber so ziemlich verguckt. Also es ist halt schwierig für mich irgendwie das zu vergessen oder so. Also, es ist halt ist ja auch klar, ist ja auch ein toller, bunter Sprenkel so in deinem Leben, das ja nur in den letzten Monaten auch nicht sehr tolle war, durch das, was mit deinem Freund passiert ist. Ja, und der, genau. Ne? So, und jetzt, wie soll das weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich meine, der ist weit weg, der wohnt in Amerika, der andere. Ja. Und wenn du dich jetzt nicht weiter regst, dann ist wahrscheinlich versickert das Ganze in der Vergessenheit, oder? Noch, das nicht unbedingt. Also ich habe auch vor, schon dahin zu fliegen. Hast du denn die Kohle dafür? Ja, doch. Also eigentlich könnte er dich dann ja auch einladen, wenn er schon... Ja, das sollte er auch, wenn ich ihm nochmal so einen kleinen Anstups geben. Und du meinst, wenn du das deinem Freund sagen würdest, könnte eventuell die Möglichkeit bestehen, dass der gar nicht so sauer ist, weil ihr vorher auch schon so offen gelebt habt? Nicht unbedingt halt. Also wir haben uns jetzt halt gesagt, wir machen das halt nicht mehr und so. Und das ist aber halt schwierig, weil vorher hat man sich halt dran gewöhnt und alles machen zu können, was man will. Und das hat vorher so geklappt? Das hat perfekt ehrlich? Geklappt, ja. Und ihr habt euch immer alles erzählt und, auf jeden Fall, und dann ja. War es gut. Dann mach es ja, doch jetzt das, auch. Das Gute bei uns halt ist, dass es so lange gehalten hat, dass wir halt auch wie Freunde sind. Also ja. Wir sitzen zusammen und tratschen wie Freundinnen oder was auch immer. Also ja. Das ist so ganz offen. Wie lange seid ihr schon bekannt und verbandelt miteinander? Mit meinem Mann? Ja. Ja, also ich kenne ihn seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Ja. Da warst du ja sehr jung, ne? Ja, 14 erst? Ja, und seit 3 Jahren ist da halt dann... was gewesen. Also, wenn das jetzt, wenn das früher so gelaufen ist, so gut gelaufen ist mit der Offenheit, dann mach es doch auch jetzt. Mhm. Hast du ein besseres Gefühl bei? Ja. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite, mach dir da keine großen Hoffnungen mit diesem Musiker. In der Regel kannst du es eh vergessen. Mhm. Aber vielleicht, wenn sogar dein Mann dem zustimmt, dann mach dir eine schöne Zeit in Amerika, wenn er dich einlädt. Ja. Und genieß es. Aber wahrscheinlich ist das doch ein Strohfeuer, ne? Und das ja. Wird relativ schnell vorbei sein. Irgendwie schon. Aber natürlich musst du es deinem Typ sagen. Ja, ich weiß. Weil sonst ist doch, ihr seid ja erprobt in solchen Sachen, das finde ich ja gar nicht schlecht. Aber das Schlimme ist ja, ich habe noch nicht mal so ein richtig schlechtes Gewissen dabei. Ja, wahrscheinlich, weil ihr es vorher auch so gemacht habt. Ja, genau. Ja. Also ich fühle mich nicht irgendwie schlecht dabei oder so. Ja. Und dann habe ich auch nicht so richtig den Drang, das irgendwie zu sagen, als wenn ich jetzt irgendwas gemacht hätte, was nicht so toll wäre. Ja, aber irgendwie so ein bisschen geht's ja schon im Kopf rum, sonst würden wir beide uns ja gar nicht unterhalten darüber. Ja. Mhm. Vielleicht findet er das auch ganz scharf, wenn du mit dem Kontakt hast und sagst, hey, ich komm mit. Er kann ja nicht mitkommen, er ist ja im Knast. Ja. Bring mir ein Autogramm mit. Ja, meine liebe Steffi, raus mit der Sprache und bau dir da keine Luftschlösser. Nee. Ne? Ja, und ich wollte dir noch sagen, deine Sendung ist toll, ich gucke die jede Nacht. Finde ich super nett von dir, danke. Ja, mach so weiter. Alles Gute. Danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Die Steffi und hier ist Bettina. Bettina ist 28, hallo. Hallo Domian. Hallo Bettina. Ich grüße dich. Freut mich, dass du durchgekommen bist. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, mein Thema ist, dass mein Körper sich mit Schmerz gegen den Orgasmus wehrt. Ich hab nicht verstanden, wer beschwert sich? Mein Körper beschwert sich mit Schmerz gegen den Orgasmus. Ach, dein Körper. Ja, also der... Ich hab verstanden, mein Kater beschwert sich. Der wehrt sich halt komplett. Also das Ganze nennt sich irgendwie Sexualkopfschmerz. Ja. Ja, das hatten wir auch einige Male hier schon in der Sendung. Ja, und das ist recht heftig und das wirft mich im Moment so ziemlich aus dem Boot und belastet mich halt. Beschreib das Phänomen noch mal genauer. Das ist ein explosionsartiger Schmerz, der, also es gibt verschiedene Formen, bei mir halt kurz vor dem Orgasmus eintritt. Ja, Kopfschmerz, ne? Ja, es ist ein Kopfschmerz, also undefinierbar, nicht zu vergleichen mit einem Migräneanfall oder herkömmlichen Kopfschmerz. Und man hat das Gefühl, irgendwie die Schädeldecke hebt ab und es sind einfach tierisch heftige Schmerzen, auch mit bei mir sofortiger Übelkeit verbunden und hält auch einige Stunden an. Und das Fatale ist, dass das unmittelbar vor dem Orgasmus
Genau. Auftritt. Das heißt, dass den Orgasmus sich auf das Wesentliche gar nicht konzentrieren kann und genießen kann. Genau. Und, das heißt, wenn es dann soweit ist, dann ist deine Konzentration oder dein Empfinden bei den Kopfschmerzen und nicht woanders. Den Schmerz vielleicht zu unterdrücken, um noch ein bisschen Lust irgendwie mitzunehmen und ist natürlich auch irgendwie blöd für den Partner und ja, absolut. Ich habe versucht, das zu unterdrücken oder konnte das erst nicht so deuten und habe aber dann jetzt in den letzten Wochen feststellen müssen, dass es dieser Schmerz ist und war schon bei Ärzten und so richtig helfen kann halt auch keiner. Irgendwie der Hausarzt schickt dann einen irgendwie zur Untersuchung zum Augenarzt wegen Augendruck, weil das bei mir sich speziell nur auf die rechte Gesichtshälfte beschränkt. Mhm, und man wird halt hin und her geschickt. Hast du das, wie lange hast du das schon? Das habe ich erst seit ein paar Wochen und ich denke mal, das hängt damit zusammen. Ich hatte vorher eine einjährige Beziehung beendet, wo es halt auch nicht mehr so super lief und wo ich mich einfach nicht mehr wiedergefunden habe und auch nicht mehr glücklich war. Und habe dann jemand wieder getroffen nach einigen Jahren und bin eigentlich super verliebt und das ist alles schön und rundum super und jetzt eigentlich, wo man es genießen könnte und wo die Lust wieder da ist. Und ich bin vom Prinzip her auch ein sehr lustvoller Mensch. Aber es hängt mit dieser neuen Beziehung zusammen. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal. Ja, weil ich kann eigentlich alles mit ausleben. Und wir hatten auch anfangs überhaupt keine Probleme. Aber jetzt mit einem Mal ist das aufgekommen. Warst du bei einem Gynäkologen? Da habe ich jetzt nächste Woche einen Termin. Ja. Mhm. Ich weiß nämlich nicht genau, wie die Ursächlichkeiten bei diesem Phänomen sind und wie die zusammenhängen. Gibt es bestimmt gleich, wie ich unsere Zuschauer und Zuhörer kenne, ein paar informative Mails, die wir gerne an dich weiterleiten. Oh, das wäre super. Ja, bestimmt. Es gab einen Besuch bei dem Hausarzt und der hat dich zum Augenarzt geschickt. Das ist natürlich Quatsch, wahrscheinlich, ja. Ne? Mhm. Ja, obwohl der mir auch sehr geholfen hat und halt auch diese Adresse vermittelt hat zu einem super Gynäkologen. Ja. Weil da noch so einige andere Probleme zukommen mit Zyklus etc. Und wo ich das alles mal irgendwie abchecke. Aber es ist natürlich im Moment sehr, sehr belastend für mich. Also für meinen momentanen Freund also nicht. Aber dem hast du es erzählt, dass es so ist? Ja, klar. Mhm. Also er hat auch vollstes Verständnis. Ja, aber das blockiert ja natürlich eure Sexualität auf jeden Fall. Kolossal, ne? Weil Angst haben muss, wenn es jetzt soweit ist, bis dahin ist es schön und ihr sagt, die hat die Arme gleich Kopfschmerzen wieder. Genau, genau. Ist das eigentlich auch, wenn du dich selbst befriedigst? Das habe ich getestet, ja, das ist de facto auch so. Das ist auch so. Mhm. Ist ja interessant, also ich wollte ne? mir ziemlich sicher sein, dass es in der Richtung irgendwas ist, dass es wirklich mit dem Orgasmus zusammenhängt und nicht mit irgendeiner verstärkten Belastung, wie man sagen kann, weiß ich nicht. Irgendwie. Das heißt, wenn du bei einem guten Gynäkologen bist, wird der dir entweder der helfen können oder der wird einen Tipp haben, in welche auch medizinische Richtung man gehen muss, um das dann behandeln zu können. Das hoffe ich mal, ja. Hast du Angst, dass die Beziehung, die offensichtlich ja doch ganz schön ist und ganz glücklich, darunter leidet jetzt oder? Nee, eigentlich nicht, weil ich, sag ich mal, auch sehr, sehr viel Positives daraus ziehe und er also auch absolut zu mir hält und mich da auch unterstützt und fürsorglich ist und Verständnis hat und ja, weil sich das peinlich, das zu sagen? Manche eine Frau würde das vielleicht verheimlichen und das überspielen. Nee, eigentlich nur vor den Ärzten. Also wir sind recht offen miteinander und natürlich hat er das auch in irgendeiner Form mitgekriegt, weil das halt auch Stunden anhielt und ich mich halt auch übergeben habe stundenlang. Das war heftig. Genau. Von daher hat er schon gemerkt, dass irgendwas... das heißt, du hast ja gar keine Lust, dich auf irgendeine sexuelle Aktion einzulassen wahrscheinlich. Ja, das ist schwer. Man kann sich nicht fallen lassen und... man ist ja in Panik. Genau, man ist in Panik, dass wenn ich dann zu weit gehe, dann bin ich wieder in diesem Schmerz drin. Genau. Du hast gerade gesagt, das dauert dann Stunden, es kann Stunden noch dauern danach, bis es abklingt. Und dann klingt es irgendwie so ganz allmählich ab, oder ist es... Nee, es ist halt so, dass ich im Moment seit fast 3 Wochen mit diesem Kopfschmerz rumlaufe. Der Ach so, ist das dumpfe ich? Dumpfer Kopfschmerz, der mal abgeschwächt ist, aber ja. Also... Wenn wir ein paar interessante Sachen kriegen, über Mail, über domian@wdr.de, in dieser Sache, die Verbindung zwischen Orgasmus und starken Schmerzen, starken Kopfschmerzen, reichen wir gerne an dich weiter. Darüber hinaus wünsche ich dir viel Glück bei dem Besuch bei deinem Gynäkologen. Danke dir. Und vielleicht gibt es so eine Kombination aus all dem, dass wir und dass man dir weiterhelfen kann. Super, okay. Alles Liebe. Komm gut durch die Nacht, danke dir. Ja, danke, tschüss. So ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns.
Ich bedanke mich bei Uli Krapp, bei Malte Imels, Wolfram Spikowski, Marco Rosseler, Tim Stienauer, Jan Grefe zu Baringdorf, Florian Jochem und Peter Ossianowski. Am Montag gibt es eine Wiederholung hier im Radio und im Fernsehen. Und live sind wir wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und nächste Woche Samstag, morgen gibt es keinen Promi-Talk, aber nächste Woche Samstag ist live bei mir zu Gast Ralf Morgenstern im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr. Aber das ist ja noch eine Weile hin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und sage bye bye und tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Uhr, Washington. US-Außenminister Powell plant eine neue Nahost-Rundreise. Vertreter seines Ministeriums sprechen